SBT Section, it's Shisha Time. Servus, liebe Shisha-Freunde, die Shisha-Warentester mit Shisha-Oli und meiner Wenigkeit B2B sind für euch wieder am Start. Und wie ihr schon seht, wir haben heute ein Tabak-Review am Start, zwei Pfeifen und deswegen haben wir definitive Betonierungszeit. Und ihr wisst es, die Schranken gehen gerade hoch, die Dampflok ist an. Ja, Freunde, und es ist endlich mal wieder Zeit für einen Setup-Check, denn wir testen heute Kismet Tobacco in der Geschmacksrichtung Black Peach. Und das ist der Honey Blend im Übrigen. Und wie kann man das erkennen? Indem es in der Dose kommt. Nichts denken, das ist noch eine Messeverpackung. Ich glaube, die andere Verpackung sieht ein bisschen anders aus, was die Aufkleber angeht. Und die Warnhinweise, die fehlen ja. Deswegen also nichts denken, dass es jetzt so aussieht. Aber ich zeige euch trotzdem mal die Dose. Kismet Black Peach. Und hier haben wir den Tabak. Was kann man zum Tabak sagen, Olli? Ich denke, du kennst das Ganze. Sieht ähnlich aus wie bei dir. Du hast nämlich zu Hause ja auch einen, da kommen wir aber auch gleich dazu. Also es ist ein dunkelbrauner bis ja fast schon schwärzlicher Rohtabak. Und Feuchtigkeit sieht trocken aus, aber ist nicht trocken. Also ihr wisst selber, wenn ein Tabak zu trocken ist, dann kann es schnell mal kratzen oder drücken. Und hier sieht das Ganze wirklich sehr, sehr trocken aus. Ist es aber, wie gesagt, nicht. Da kommen wir aber auch gleich nochmal dazu. Du hast ja auch einen Kissen mit zu Hause, Olli. Bei dir ist es ein bisschen anders, das Ganze, weil du hast nicht den Honey Blend, sondern du hast den Noir, gell? Genau, ich habe den im Beutel. Genau, und der im Beutel hat ja auch eine andere Zusammensetzung, was den Tabak angeht. Genau. Wir haben es gerade mal aufgemacht, das Ganze, um es einfach mal zu vergleichen. Also im Honey Blend, den was wir eben auch gerade vorstellen, ist das Ganze ein bisschen anders zusammengesetzt. Und zwar hier haben wir Virginia Tabak mit drin, Burley, Dark Air Curd und Orient Tabak. Und bei den im Beutel ist was drin? Da ist im Prinzip nur der Dark Air Curd drin, der Burley und der Orient. Da also, fehlt dann der Virginia. Genau, kein Virginia ist da drinnen. Und preislich ist es auch wieder ein Unterschied. 19,75 der Black Peach in dem Fall mit Honey Blend. Und hier liegen wir bei 25,50. Genau. Beim ja, Neuer oder Noir. Noir, ja, jetzt. Noir, glaube ich, spricht man. Verurteilt uns jetzt nicht bei der Aussprache. Es ist halt komisch immer. Noir müsste das heißen, genau. Richtig. Und ich glaube, da ist auch der Tabak selber ein bisschen anders noch bei deinem, ja? Er ist dann relativ dunkel. Ich sag mal so, jetzt nur beim Somo habe ich jetzt mitgekriegt, dass er richtig schwarz ist oder auch wie beim Tenchius zum Beispiel. Meiner hat ein bisschen helle Stellen drin, aber nicht so viel wie jetzt hier. Also meiner ist auch schon fast komplett schwarz. Mhm. Da sieht man auch den Unterschied. Ich sag mal so, dass hier die hellen Stellen oder so, das könnte der Virginia-Abschluss ja sein. Ja, richtig. Wir rauchen, wie ihr schon seht, in zwei verschiedenen Setups. Dazu kommen wir jetzt auch gleich. Und zwar zu meiner Seite mit der roten Lebensmittelfarbe drin. Also wir rauchen beide natürlich im Boss, dass wir natürlich auch die beste Rauchentfaltung und das Raucherlebnis bekommen, haben wir natürlich die Pfeife Poseidon ausgepackt. In der Shiny-Variante, wie gesagt, mit roter Lebensmittelfarbe und vier Arm Molassefänger von Mataleon, haben wir das Ganze im Abstandssetup. Klassisch im besten Setup der Welt gebaut. Da einfach mal testen, vielleicht klappt es ja. Saphir Squeeze Number 9, dreiviertel voll gemacht und Smokebox obendrauf, zwei One Nation drinnen und ja, Deckel haben wir jetzt mal runter gemacht. Und du kannst ja gerne mal dein Setup verraten. Also, ihr habt natürlich auch die Boss, aber in der Rainbow Edition, also ihr habt keine Lebensmittelfarbe drin. Wir haben heute die Lamar Shallow Bowl ausgepackt. Warum? Viele haben ja auch bemängelt mit dieser Nadel und so. Wir gehen ja auf Kritik auch ein. Und deswegen habe ich mich jetzt heute für die Shallow Bowl entschieden. Also wenn ich sage, komm, gib mal die, weil ich rauche daheim im Flathead. Was ist da anders dran? Da ist nämlich das innere Loch, dieses, der Funnel, ist wesentlich niedriger. Heißt, da kann man dann schön Overpacking bauen. Auch, ich sag mal so, die Alufolie habe ich schön straff trotzdem gezogen. Aber ich habe jetzt wirklich keinen Durchzugsverlust, weil halt, wie gesagt, das Loch absolut nichts ansaugen kann, weil der halt wirklich so viel tiefer ist, also so ein Zentimeter knapp. Also bei der Somo Bowl ist das Loch zu hoch, unserer Meinung nach. Ja. Richtig, also da muss man dann schon extrem, sage ich mal, pressender Tabak wahrscheinlich, dann die Alufolie gescheit straff voll ziehen, straff, also damit da halt nichts angesaugt wird, aber hier verzeiht er ein bisschen mehr. Ja, ja.
Aber wie schon gesagt, wir haben jetzt keine Nadel drin, ihr seht es ja. Genau. Angefangen habe ich jetzt mal mit zwei One Nation Kohlen drauf. Wir haben nur eine dritte hier drin liegen, also wundert euch nicht, warum hier nur der Behälter liegt. Genau. Ich habe bloß gesagt, wir machen gleich mal eine dritte an, falls wir vielleicht eine dritte brauchen, aber lässt sich aktuell sehr gut mit zwei Kohlen rauen und die liegen jetzt noch relativ weit am Rand. Genau. So weit sind wir ja eigentlich noch gar genau, nicht. Richtig. Das ist ja jetzt nur mal der Kopfbau, wie wir ihn gebaut haben. Ihr habt es ja auch gerade im Schnellumlauf unten eingeblendet gesehen. Und ja, also einfach mal ausprobieren. Wenn man es nicht ausgetestet hat, wie in welchem Setup läuft, kann man ja auch schlecht drüber urteilen. Deswegen haben wir gedacht, machen wir einmal Ami-Setup und machen wir einmal Abstand-Setup. Und ja, wir können jetzt gerne auch mal drauf eingehen, was ist denn Black Peach überhaupt? Moment, was ich so ganz kurz noch dazu sagen will. Ich habe Lock of Locking reingegeben, so 2-3 mm über den Rand, habe dann mit der Alufolie gepresst. Natürlich kann man auch wesentlich mehr reintun, aber ich habe jetzt lang mit meinem Kismet daheim rumprobiert. Wenn man presst, dann wird da, finde ich, jetzt mir zu stark persönlich. Lock of Locking, sagen viele Hersteller, wird eigentlich stärker, weil da mehr Zirkulation drin ist. Aber ich finde ihn dann wesentlich angenehmer, besser zum Rauen und Geschmack perfekt. Also ich habe keine Probleme mit dem schönen Lock of Locking weit über den Rand oder halt, ja wie gesagt, 3 mm oder sowas, was wir jetzt drüber gehabt haben, wie wir im Video gesehen haben. Dann mit der Alufolie pressen, perfekt. Okay, genau. Also das muss man auch jeder selber entscheiden, wie er es haben möchte. Aber ich habe auch mit der Methode bessere Ergebnisse erzielt, das ist richtig. So, und jetzt gehen wir mal zum Geruch ein. Was soll drin sein? Also Pfirsich natürlich, dann das Black steht für Gewürze, Blumen und etwas Kardamom im Hintergrund. Und geruchlich muss ich sagen, riecht man sofort raus, dass man hier eine authentische Pfirsichnote hat. Riecht wahnsinnig lecker. Dass da jetzt noch blumige Gewürze oder ähnliches drin ist, muss ich zum Glück meiner Meinung nach sagen, rieche ich da nichts raus. Aber ich bin jetzt auch nicht der florale Raucher, was das angeht, also ich tue mir da schwer. Die Profis würden wahrscheinlich sagen, da ist das und das noch mit drin, aber das kann ich jetzt nicht wirklich raus identifizieren. Ja, das ist schwer, aber wie du schon sagst, also der Pfirsich, der sticht brutal raus und wirklich wie eine richtige Pfirsich, wie wenn ich sie esse, also top. Geil, ja. Was ich auch noch finde, was ich auch Benny vorhin noch gesagt hat, im Gegensatz zu meinem Zuhause, man riecht ja auch wirklich die Honig, den Honig raus, was da drin sein soll. Also es riecht wirklich wie so ein Bienenhonig, was da drin ist, so. Also er riecht auf jeden Fall sehr, sehr geil, also sehr fruchtig. Hammer, also Wahnsinn. So muss sein, oder? Ich habe übrigens den Black Guava zu Hause, falls es noch jemand interessiert. In der Noir-Line, genau. Genau, und jetzt würde ich sagen, probieren wir das Ganze einfach mal. Also wie gesagt, ich habe das Ganze im Abstand gebaut, wie immer, im besten Setup der Welt. Und die ersten 2-3 Züge hat er gedrückt. Jetzt mittlerweile, mit Deckel drauf und geschlossen. Wunderbar. Kein Drücken mehr, kein Kratzen mehr, gar nichts mehr. Läuft butterweich. Geschmack auch sehr gut da. Aber ich denke, da kann man bestimmt noch ein bisschen mehr rausholen. Deswegen müssen wir mal auf den Olli seine Meinung warten. Ich schmecke auf jeden Fall die Pfirsich raus. Sie ist intensiv. Könnte aber meiner Meinung nach noch ein bisschen intensiver sein. Aber ich denke, das ist wirklich setup-abhängig. Florale Richtung, gewürztechnisch, Kardamom oder sonstiges, gar nichts. Bin ich auch froh drüber. Schmeckt mir nicht so, aber wenn es da mit drinnen ist und man es eigentlich mit rausschmeckt, wie gesagt, ich bin nicht so der florale Raucher, ich schmecke wirklich im größten Teil nur die intensive, nicht künstliche, sondern authentische Pfirsich raus, sehr, sehr gelungen. Einer der besten Pfirsiche, die ich im Abstand-Setup bis jetzt geraucht habe. Muss ich jetzt genauso zustimmen, also hier ist es jetzt auch so, dass ich jetzt nichts Blumiges rausschmecke oder was Gewürziges. Also da hat er wirklich nicht übertrieben, was das angeht. Zum Glück, ja. Es ist wirklich eine gute Pfirsich, aber auch hier ging es intensiver. Deswegen schiebe ich jetzt mal leicht weiter, dass die Kohlen jetzt komplett drauf liegen. So, kann schon eine dritte draufhauen. Ja, aber wie schon gesagt, da sind wir eher vorsichtig, weil ich habe auch schon mal zu viel Hitze gegeben und dann kriegt man den eigentlich hier gar nicht mehr zum Lauf, runter von der Hitze, weil er dann zu heiß ist. Und deswegen fange ich einfach mal dezent an, aber ich muss sagen, der Geschmack super. Und wie gesagt, mit zwei Kohlen, man sieht ja, er geht gut ab. Dann würde ich sagen, probiert jeder mal beim anderen, um einfach mal einen geschmacklichen Unterschied vielleicht festzustellen. Das ist ja das Schöne an unserem Setup-Check, den wir ja immer wieder mal machen. Schauen wir mal. Ich finde, bei mir, also bei meinem ursprünglichen Abstand-Setup, finde ich diese Pfirsichnote nicht ganz so süß, kann es sein? Ich wollte jetzt gerade genau das gleiche sagen. Ich wollte jetzt sagen, dass es bei mir jetzt beim Overpacking ein bisschen süßer rüberkommt und ein bisschen intensiver. Aber ja, wie du jetzt auch gesagt hast, jetzt im Nachhinein kein Drücken mehr bei dir aktuell, also er lässt sich gut rauchen. Aber ich finde jetzt hier so,
ist er ein bisschen lascher, also ja, aber man kann ihn rauchen, sage ich mal, aber persönlich würde jetzt ich eher weiterhin so drauf gehen, wie ich ihn jetzt gerade geraucht gehabt habe. Also im Ami-Setup. So, ich habe jetzt einfach mal zum Spaß abgeklopft und 3 Kohlen drauf, weil ich einfach mal ausprobieren will, was kann er denn, was hat er denn, was können wir noch rausholen am Geschmack und an der Intensität. Ja, und geschmacklich ist wirklich ein Unterschied. Also, beide Setups funktionieren sehr gut, aber ich finde auch, also im Ami-Setup kann man einfach ein bisschen mehr rauskitzeln, was den Tabak angeht. Die Intensität ist mehr vorhanden und ja, die Rauchentwicklung ist auch stärker natürlich, wenn wir mehr Hitze geben. Also, der läuft wirklich auch sehr, sehr gut, auch mit 3 Kohlen bis jetzt. Ja. Was man auch sagen muss, beim Ami-Setup hat man ja direkten Kontakt zur Alufolie und wenn sie dann köcheln würde, würde diese Feuchtigkeit, diese überschüssige Molasse direkt verbrennen und ankokeln und das schmeckt einfach dementsprechend dann auch. Also das braucht kein Mensch. Was ich dazu sagen kann, wie findet man jetzt raus, ob er jetzt zu feucht ist? Da sage ich immer, das findet man direkt bei der Lochung raus, weil wenn ich jetzt die Lochung mache und man sieht schon, dass beim Stecher die Feuchtigkeit dranhängt oder sich beim zweiten, dritten Loch dann die Feuchtigkeit wieder auf der Alufolie absetzt, dann merke ich, der Tabak ist zu feucht fürs Ami-Setup. Also ja, eigentlich muss man den Tabak nicht mit Sewa am Schluss oben die Alufolie abwischen oder so, da merkt man eigentlich, dass er perfekt ist. Finde jetzt ich persönlich. Wenn jetzt ihr was anderes sagt, gerne reinschreiben. Weil, wie gesagt, ja, groß sind wir nicht im Ami-Setup, sagen wir ja wie gesagt gleich. Ja. Aber ja, er läuft. Also ganz falsch sind wir dann auch nicht. Ja. Und ich möchte jetzt auch gar nicht mehr großartig zur Abstandspfeife umstöpseln, weil der Geschmack wirklich im Ami-Setup intensiver, leckerer und Rauchentwicklung auch besser ist. Und das sind alles 3 Punkte, die ja, jeder Shisha-Raucher haben möchte. Also so ist wirklich perfekt. Und auch mit 3 Kohlen, jetzt zwar nicht in die Mitte gerückt, sondern nur eher am Rand, läuft das Ding wirklich perfekt. Jetzt merkst du, jetzt rauchst du auch zum ersten Mal mit 3 Kohlen. Genau, jetzt wird er noch ein bisschen sogar noch intensiver. Er drückt immer noch nicht, schmeckt auch nicht verbrannt. Die Hitze kann jetzt perfekt zirkulieren, also da habe ich wirklich was Gutes jetzt gebaut. Ja, aber gut, ich habe mir jetzt zu Hause auch viel daran gesetzt, also ich habe jetzt fast 2 Wochen am Stück nur Kismet geraucht, weil ich mal wissen wollte, wie er mir am besten läuft. Und jetzt habe ich es daheim rausgefunden, wie meiner, der stärkere Tabak, noch ein bisschen besser läuft. Ja. Aber der ist jetzt so ein Kismet, wo ich mir sofort kaufen würde, weil der einfach geil ist und nicht ganz so stark wie meiner. Meiner ist dann doch noch ein bisschen stärker, das merkt man, weil kein Virginia drin ist. Aber selbst der, hammermäßig. Deswegen nie verzweifeln, wenn es das erste Mal nicht läuft. Wie schon gesagt, fangt es dann wie ich an, ganz normal. Tut's mal ganz normal locker flockig rein mit der Alufolie pressen, mit 2 Kohlen am Rand anfangen. Ihr könnt es immer noch weiter experimentieren und gern mal übertreiben, damit ihr wisst, wie weit ihr gehen könnt. Ihr müsst halt, es ist kein Pro vom Baum gefallen, genauso wie wir nicht. Machen wir nie. So ist es, deswegen. Also einfach mal rumprobieren und dann könnt ihr selber euren Erfolg sehen nach ein paar Kopfbau-Methoden und dann läuft das wirklich wunderbar und es gibt wirklich nichts auszusetzen. Der Tabak ist bombastisch, sehr lecker, sehr intensiv, genauso habe ich es mir vorgestellt. Einer der besten Pfirsich-Tabake auf dem Markt, muss man ganz klar sagen. Und preislich natürlich sehr interessant, wenn man mittlerweile weiß, was Tenches mittlerweile kostet. Ja. Also da habe ich schon Preise gesehen mit 40 Euro, die 200 Gramm, also 250 oder 250 Gramm. Die gehen halt schon weit ins Überirdische. Ich sage mal so 25 Euro ist auch noch relativ teuer, aber jetzt, wie schon gesagt, für ein rein Ami-Setup oder jetzt in dem Fall 19,75 Euro, top. Also muss ich sagen, ist für so einen Tabak top. Richtig, genau. Und zu den abschließenden Worten würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall noch die Pro- und Kontraliste zusammen an. Da hätten wir bei Pro den Schnitz sowie die Feuchtigkeit, das Mischungsverhältnis, der Geschmack, die Intensität und die Rauchentwicklung. Und bei Neutral haben wir noch einen Punkt und das ist der Preis, weil wie gesagt 16,90 ist unsere Schmerzgrenze, was Tabak angeht. Und deswegen ist hier der Preis bei Neutral. Bei Contra haben wir nichts für euch und beim Tabakpreis können wir auch gerne noch anmerken, dass wir hier natürlich einen Tabak haben, der ja im Preis eigentlich noch in Ordnung ist, wie es der Olli schon schön gesagt hat, weil für Tabak, die man im Ami-Setup speziell gemacht ist, ja, also ist ja in dem Fall wirklich ein Tabak, der fürs Ami-Setup gemacht ist, ist der Preis vollkommen okay. Ja, deswegen muss man den Preis ja, mit gespaltener Meinung sehen. In dem Fall ist er teuer, wie im Vergleich zum normalen Tabak, aber in einem anderen Fall ist er wieder günstig, wenn man Tabak fürs Ami-Setup sucht. Genau, deswegen ist der Preis jetzt bei uns bei Neutral, aber nur deswegen, weil wir halt irgendwann mal eine Grenze gesetzt haben. Genau, ich sag mal so, wäre es jetzt ein normaler Tabak für ein Abstandssetup, dann wäre er wahrscheinlich bei uns schon bei Contra jetzt angesiedelt. Deswegen sagen wir, bleibt er immer noch in der schönen Mitte. Genau. Aber
geben wir nur die Plusnote drauf, so eine Art bei 3 Plus. Genau. Weil er ist ja noch super für den Fall, genau. So ist es, ganz genau. Und dann wäre es das auch mit diesem Video, Freunde. Ich hoffe, euch hat der Setup-Check gefallen. Wenn ihr mehr solche Vergleiche sehen wollt, dann gerne auch rein in die Kommentare und zeigen mit eurem Daumen nach oben. Und dann sagen wir danke. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, zeigt es mit eurem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonnieren geht direkt hier bei mir. Und zum letzten Video geht es hier drüben beim Olli. Dann sagen wir zwei danke. Bis zum nächsten Mal und Servus!